Hallo und herzlich willkommen bei Gerda testet. Heute teste ich das Centuro S7 von Bischof und Bischof. Und wie immer bei den E-Mobilen gehe ich da auf die Sicherheit und auf die Eigenschaften und beurteile wieder nach meinen bestimmten Kriterien und vergebe dann am Schluss die Punktzahl. Also, wir werden sehen, wie viele Punkte er bekommt. Ich habe ihn getestet, den Centuro S7 von Bischof und Bischof, der große Bruder von S4 von Bischof und Bischof. Ja, was muss ich euch sagen? Also die Grundausstattung, so finde ich auch wieder sehr optional und ich habe hier auch wieder mein USB-Port und eine Getränkeabstellmöglichkeit. Der Sitz ist gut schwenkbar. Ich vergebe aber 4 von 5 Punkten, weil das andere Modell, es ist einfach mein Favorit. Wer ein bisschen schneller unterwegs sein möchte, der nimmt sich am besten doch diesen S7 von Bischof und Bischof, weil der ist mit 15 km/h unterwegs. Das schlägt sich natürlich wieder auf den Preis auf. Das ist ja etwas klar, ne? Ich danke euch und bis bald.